Russland marschiert gerade in die Ukraine ein. Ich bin entsetzt und traurig, denn heute sind wir gezwungen, uns mit Raketen zu beschäftigen, die ich nicht so toll finde. Raketen, die Furcht und Schrecken verbreiten. In den letzten Tagen ist nicht nur ein schrecklicher Krieg ausgebrochen, unter welchem viele Menschen leiden, sondern wir mussten mehrmals mit ansehen, wie unsere geliebte Raumfahrt noch viel stärker als sonst für politische Zwecke instrumentalisiert wurde. Wir schauen uns heute Satellitenbilder an, die uns viel verraten und beleuchten, wie sich diese Situation auf die Raumfahrt auswirkt. Auf der einen Seite begrüße ich es, dass Elon Starlink-Internet in der Ukraine zur Verfügung stellt, aber auf der anderen Seite beunruhigt mich das auch ein wenig. Bleib dran, wenn du wissen willst, warum. Lass gerne ein Abo und einen Daumen hoch da, wenn du einen Mehrwert aus meinen Videos ziehst. Danke dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Vorweg möchte ich meine Solidarität mit allen betroffenen Menschen zum Ausdruck bringen. Krieg ist das Dümmste und Unnatürlichste, das uns Menschen je eingefallen ist. Ich bin richtig sauer, aber dazu später mehr. Wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam an, was ich gefunden habe. Ich bitte dich, besonders in solchen Zeiten nicht immer alles für bare Münze zu nehmen. Es geht nichts über eigene Recherche und eine gesunde Prise Skepsis. Also, wenn du die letzten Tage nicht unter einem Stein verbracht hast, wirst du mitbekommen haben, dass Putins Russland in großem imperialen Stil in der Ukraine einmarschiert ist. Nicht so erfolgreich, wie sie es sich gewünscht hätten, aber doch. Über die Motive möchte ich heute gar nicht philosophieren. Da haben sich besser informierte Menschen weitreichendere Gedanken dazu gemacht. Stattdessen möchte ich euch heute die Entwicklungen der letzten Monate aus der Luft zeigen. Dank des Maxar-Aufklärungssatelliten von Maxar Technologies stehen uns jede Menge Bilder zur Verfügung, die schon Monate vor dem Einmarsch am 24. Februar Putins Absichten erkennen ließen. Und das sind öffentlich verfügbare Bilder. Ich bin davon überzeugt, dass die Geheimdienste der Welt weit mehr und weit bessere Bilder dieser Lage haben. Wir müssen uns mit diesen Bildern zufrieden geben. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich Putin im Laufe von mehreren Monaten strategisch um die Ukraine herum positioniert. Im Süden des Landes hatte er bereits 2014 die Kontrolle über die Halbinsel Krim erlangt. Von dort aus brachten sich Kriegsschiffe und vermutlich auch U-Boote im Schwarzen Meer in Position. Im Osten wird auch schon seit Jahren mal mehr, mal weniger gekämpft, aber es sind allein bei Auseinandersetzungen in den Regionen Donetsk und Luhansk mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Zyniker könnten meinen, dass der Krieg im Osten nichts Neues war. Doch auch hier nahm die Intensität der Kämpfe seit dem besagten Donnerstag gewaltig zu. Auf diesem Bild zum Beispiel sehen wir 10 Su-34 Kampfjets, die nur Tage vor dem Einmarsch in die russische Luftwaffenbasis Primorsko-Achtarsk verlegt wurden. Hier sind Dutzende militärischer Fahrzeuge positioniert. Die aufgeschüttete Erde bildet Stellungen für Unterkünfte und Panzer, aber alles sehr provisorisch aufgebaut. An den Straßenrändern warten Dutzende Konvois auf den Marschbefehl, der dann tatsächlich am 24. Februar kam. Weiter im Norden beteiligt sich auch Weißrussland unter Präsident Alexander Lukaschenko an diesem illegalen Einmarsch. Hier ist ein Luftwaffenstützpunkt im Süden Weißrussland, etwa 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze zu sehen, wo sich hunderte militärischer Fahrzeuge versammelt hatten. Warum zeige ich dir das? Nun, weil ich es erstaunlich und traurig finde, wie viel Aufwand, Einfallsreichtum, wie viele Ressourcen und Personenstunden in so eine Operation gesteckt werden. Wenn man diesen Aufwand betreiben würde, um in der Welt etwas Gutes zu bewirken, wären wir heute ganz woanders, meine Lieben. Schaut euch einmal diesen Konvoi im Nordwesten Kiews an. Hier warten Hunderte und Tausende Personentransporter, Panzer, mobile Raketenstartplattformen, Artillerie und Versorgungsfahrzeuge auf einer Länge von über 60 Kilometer darauf, in Kiew einzufahren. Was soll das bitte? Mir ist komplett egal, wer wem auf die Schuhe getreten ist oder gegen den Wind gepinkelt hat. Mir geht es darum, dass wir Menschen uns einmal darauf einigen sollten, dass einander umbringen keine Option sein kann. Ich bin selbst ein Flüchtlingskind. Und kann dir verraten, es ist schrecklich, von seinem Zuhause weggerissen zu werden. Dieser Krieg muss sofort aufhören. Traurigerweise ist die Ukraine nicht der einzige Ort auf der Welt, an dem täglich Menschen in sinnlosen Kriegen sterben. Im Nahen Osten, in Mali, Burkina Faso und zu vielen anderen Orten dieses schönen Planeten wüten unnötige Kriege,
die nichts als Leid und Zerstörung bringen. Bleiben wir aber bei der Ukraine. Dass die USA und Europa Sanktionen über Russland verhängen, war nicht verwunderlich. Das ist ja wohl das Mindeste. Aber spätestens als die Schweiz verkündet hat, die EU-Sanktionen mitzutragen, wurde mir klar, was das hier eigentlich für ein Wahnsinn ist. Die Schweizer machen ja nie bei irgendetwas mit. Ich sag dir auch warum. Russland verfügt über mehr als 1 Million Soldaten, die einer ukrainischen Armee von 250.000 gegenübersteht. Natürlich kann Putin hier nicht alle Soldaten einsetzen. Er muss ja das gigantische restliche Russland ja auch noch unterdrücken und kontrollieren. Tatsächlich ist die Rede davon, dass mittlerweile über 200.000 russische Soldaten in und um die Ukraine herum positioniert sind. Laut der internationalen Presse ist Putins Logistik aber so mies, dass er nur rund 90.000 davon aktiv einsetzen kann. Du erinnerst dich noch an den 64-Kilometer-Stau? Obwohl die Hälfte seiner Armee im Stau steckt, melden russische Medien, dass bereits rund 1000 militärische Ziele zerstört wurden. Lass dir das einmal auf der Zunge zergehen. Offizielle Nachrichten eines Landes, die melden, wie viel Schaden sie in einem anderen Land verursacht haben. Das kann es doch wohl nicht sein, meine Lieben. Ich glaube, ich spinne. Ich zeig dir gleich, warum ich so sauer bin. Neben ganz gewöhnlicher Artillerie, die ganze Städte in Minuten dem Erdboden gleichmachen kann, verfügt Russland auch über weit modernere Systeme. Das Aushängeschild der russischen Abschreckungspolitik sind die RS-24 Yars. Das sind interkontinentale ballistische Raketen, die jeweils mit bis zu 3 Atomsprengköpfen besetzt sind. Mit Hilfe von mobilen Startplattformen können sie von überall starten. Natürlich gibt es sie auch silogestützt, aber das ist zu langweilig für das Militär. Es reicht nicht, dass die Raketen 12.000 Kilometer weit fliegen und ein kleines Land auslöschen können. Nein, man braucht mobile Startplattformen. Warum erzähle ich dir davon? Nun, weil Putin in seiner zweiten Ansprache nach dem Überfall dem Westen mit deren Einsatz gedroht hat. Tatsächlich hat er seine Atomstreitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Dass er sich auf dieses Niveau begeben muss, der Welt kollektiv mit Atomkrieg zu drohen, zeigt, dass er verzweifelt ist. Es läuft nicht, wie er es sich ausgemalt hatte. Aber so schlecht seine Logistik auch sein mag, laut NATO-Generalsekretär Stoltenberg werden die Angriffe auf die Ukraine in den kommenden Tagen und Wochen in erhöhter Intensität stattfinden. Die russischen Streitkräfte haben auch schon Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiet unter Beschuss genommen. Sorry, dass ich hier nicht komplett neutral berichten kann, aber Putin meint, er möchte die Ukraine entnazifizieren. Dabei ist er derjenige, der Hitlers Blitzkrieg kopieren möchte und kläglich versagt. Das Einzige, das dieser Krieg bringt, ist Leid und Zerstörung. Unisono fordert die Weltgemeinschaft den sofortigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Aber niemand will sich Putin in den Weg stellen. Bei den Beratungsgesprächen der Außenminister der 30 NATO-Staaten am Freitag, dem 4. März, wurde über eine Flugverbotszone über der Ukraine diskutiert. Realistisch könnte man das aber nicht durchsetzen, denn unweigerlich müsste man sie mit Gewalt erzwingen. Und wenn ein NATO-Land in den Krieg zieht, müssen es alle tun. Und dann haben wir sowieso die totale Eskalation. Also keine No-Fly-Zone für die Ukraine heute. De facto herrscht über der Ukraine eine No-Fly-Zone, aber von Russland verhängt und durchgesetzt. Das hilft Putin, seine Ziele aus der Luft anzugreifen. Wie hier auf flightradar24.com zu sehen ist, machen alle Flugzeuge einen weiten Bogen um das gesamte Gebiet. Ich habe am 5. März noch diesen interessanten Flug auf flightradar24.com gefunden. Diese Boeing VC-32A ist um 21.19 Uhr vom polnischen Flughafen Rzeszów abgehoben und hatte kein Ziel. Aber wie es scheint, ist für diesen Flug der Weg das Ziel. Dieses Flugzeug fliegt ganz unauffällig entlang der russischen Flugverbotszone über der Ukraine und spioniert vermutlich. Das ist nur eine Vermutung, aber was denkst du, was das für ein Flug gewesen sein könnte? Seit dieser Entdeckung habe ich einige weitere Male nachgeschaut, was sich auf flightradar24.com so tut an der ukrainischen Grenze. Und siehe da, ein Black Hawk Kampfhubschrauber, der an der ukrainischen Grenze in Polen, nicht weit von Lviv, einer umkämpften Stadt, patrouilliert. Es ist auch schön zu sehen, dass Putin seine Exklave Kaliningrad nur mehr über den Luftweg erreicht. Dabei darf er nicht mehr über NATO- und EU-Lufträume fliegen. Hier sehen wir diesen Versorgungsflug einer Boeing 737 von Moskau nach Kaliningrad.
Der Flieger muss einen gewaltigen Bogen um die baltischen Länder machen, die alle der NATO angehören. Im Laufe der Tage habe ich immer wieder verdächtige Flugzeuge auf dieser Seite gefunden. Der Grund, warum Putin überhaupt mit Atomkrieg droht, sind die neuesten Sanktionen des Westens. Ich habe Putin immer ein wenig verteidigt, weil er irgendwie der Underdog war und in meinen Augen Potenzial hatte. Dieses Potenzial hat er wohl ausgeschöpft, aber mit dem falschen Löffel. Russland bzw. Putin verfügt über mindestens 1570 aktive und einsatzbereite Atomsprengköpfe. Und er ist bereit, sie einzusetzen. Wenn auch nur ein Bruchteil dieser Bomben zum Einsatz kommt, dann sind wir alle verdammt. China mischt sich hier nicht ein. Sie können nur profitieren, wenn sich Russland und der Westen gegenseitig mit militärischen und wirtschaftlichen Kriegen zerstören. Ich denke, dass sich China nicht unbedingt auf eine Seite schlagen muss, aber sie könnten zumindest mal klar Stellung gegen den Krieg nehmen. Jetzt schweife ich aber wieder ab. Bevor wir zu den Auswirkungen dieses Konfliktes kommen, habe ich noch zwei Bilder für dich. Diese Bilder sind auch von Maxar. Hier ist zu sehen, wie in Weißrussland, 10 Kilometer von der ukrainischen Grenze, militärische Einheiten provisorische Straßen und sogar Pontonbrücken über dem Fluss Pripyat errichtet haben. Obwohl das ein Provisorium ist, können trotzdem schwerer gepanzerte Fahrzeuge drüber fahren. Und hier sehen wir mehrere Verbände von Kampfhubschraubern. Die Rede ist hier von Hunderten, die sich an den Grenzen aufhalten. Worauf ich hinaus will, ist, dass es sich hierbei nicht um eine Tat im Affekt handelt. Für so eine Operation braucht man einen großen Willen, viel Geld und einige Menschen, die ganz bewusste Entscheidungen treffen. Oft wird in manchen Medien dargestellt, als ob ein Krieg unausweichlich gewesen wäre. Nein, der Krieg hätte vermieden werden können. Aber zumindest Putin und einige CEOs der Öl- und Waffenindustrie hatten kein Interesse daran, diesen Krieg zu vermeiden. Dieser Konflikt hat unvorstellbar schreckliche Konsequenzen für Millionen von Menschen. So traurig das schon ist, es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Es gibt aber auch zahlreiche andere direkte und indirekte Auswirkungen. Manche unmittelbar, manche eher langfristig. Russland und die Ukraine sind beide wichtige Player in der Raumfahrt. Russland ist direkter Partner der internationalen Raumstation ISS. Einer der wichtigsten Module der ISS ist das Zvezda Service- und Antriebsmodul. Manche haben die Befürchtung ausgesprochen, dass sich Russland mit allen ihren Modulen von der ISS loslösen könnte. Dann hätte das, was von der ISS übrig bliebe, keinen eigenen Antrieb mehr. Aber keine Sorge, auch ohne eigenem Antriebsmodul würde es Jahre dauern, bis sie so weit gesunken ist, dass sie in der Atmosphäre verglüht. Man spricht allgemein von etwa 2 Kilometer Höhenverlust pro Monat und der kritische Punkt liegt bei etwa 280 Kilometer. Ab dieser Höhe ist es so gut wie unmöglich, die ISS zu retten. Ironischerweise startete am 19. Februar, also einige Tage vor dem Einmarsch, eine Antares-Rakete vom LP-0A der Wallops Flight Facility in Virginia in den USA mit einer Zygnuskapsel. Eine ganz gewöhnliche Nachschubsmission für die ISS. Und hier die Ironie an der Sache. Die erste Stufe ist ukrainischer Herstellung. Die RD-181 Triebwerke dafür sind russischer Bauart. Die zweite Stufe ist aus den USA und die Cygnus-Kapsel wird großteils in Europa hergestellt. Anstatt dass dieses Projekt diese Nationen und Kontinente zusammenbringt, wird es jetzt als Druckmittel verwendet. Ich glaube, es sind noch 2 Antares-Raketen auf Lager, dann war es das mit diesem System. Die Cygnus-Kapsel ist in den letzten Wochen besonders in den Fokus gerückt, da sie im Gegensatz zu SpaceX's Dragon über die Fähigkeit verfügt, die ISS zu boosten, also ihren Orbit anzuheben. Das kommt natürlich sehr gelegen jetzt, wo die Gefahr immer realer wird. Man könnte auch Dragon dazu missbrauchen, aber das wäre nicht besonders effizient, denn dort, wo Triebwerke sein müssten, ist bei Dragon der Trunk und der Hitzeschild. Cygnus hat seinen Antrieb am Aftende und kann somit effizient boosten. Und eine Cygnus kann etwa 0,5 Meter pro Sekunde Delta V geben. Das muss aber alles noch getestet werden. Im schlimmsten Fall werden Dragon und Cygnus gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssen. Übrigens, Boeings Starliner-Kapsel soll die ISS auch boosten können, sollte sie mal betriebsbereit sein. Aber warte mal, habe ich nicht gerade gesagt, dass es bald keine Antares-Raketen mehr geben wird? Doch, aber man kann Cygnus sicher auch mit einer Falcon 9 transportieren. SpaceX kriegt das sicher hin. Alles andere am Markt kommt derzeit nicht in Frage. Aber weder die NASA noch die ESA werden eine Freude damit haben, von einem einzigen Anbieter, nämlich SpaceX, abhängig zu sein. Wir erinnern uns, Atlas V und Delta IV Heavy werden nicht mehr hergestellt. Alle anderen Raketen sind in der Entwicklung.
Also bleibt wohl kurzfristig nicht viel übrig. Übrigens, zum Ende dieser beiden Raketen habe ich ein eigenes Video mit NES produziert. Du findest das hier in der Infobox. Im Moment befinden sich noch russische Kosmonauten auf der ISS. Solange das der Fall ist, wird Putin die ISS mit den Sojus-Raketen mit Nachschub beliefern. Aber das kann sich schnell ändern, wenn die Kosmonauten nach Hause geschickt werden. Ich traue Putin mittlerweile leider sehr viel zu. Dieses Szenario halte ich aber für unrealistisch. Putin hat selbst viele Assets im Orbit. Das wäre vermutlich nur eine Option, wenn er mit dem Rücken gegen die Wand steht. Putin ist ja stolz auf sein Raumfahrtprogramm. Er müsste sein Touristenprogramm einstellen, dann könnte er nicht mehr damit angeben. Die NASA versichert auch, dass die Sanktionen keine Auswirkungen auf die ISS haben werden. Was mir ganz ehrlich sehr schwer fällt zu glauben. Denn Roskosmos veröffentlichte später dieses Video, in dem mit heiterer Musik die Abtrennung der russischen von den anderen ISS-Modulen szenisch zusammengeschnitten und dargestellt ist. Teilweise mit Animationen und teilweise mit rückwärts abgespielten Videos. Das ist kindisch, unreif und inakzeptabel. Jetzt weiß ich echt nicht mehr, was ihnen zuzutrauen ist. Die erste Angriffswelle konzentrierte sich zunächst einmal darauf, kritische Infrastruktur zu zerstören. Dabei nahmen russische Kurz- und Mittelstreckenraketen ukrainische Flughäfen, Kraftwerke, Bahnhöfe und Treibstofflager unter Beschuss und zerstörten unter anderem auch wichtige Kommunikationsinfrastruktur. Unter anderem wurde auch die Antonov An-225 Mriya am Flughafen Hostomel in der Nähe von Kiew zerstört. Das ist ein gigantisches Schwerlastflugzeug. Das größte der Welt, um genau zu sein. Zumindest war sie das. Sie war für den Transport der Buran entwickelt und gebaut worden. Sie war ein Einzelstück. Nun liegt es in einem zerstörten Hangar in Trümmern. Der Vizepremierminister der Ukraine, Mykhailo Fedorov, tweetete diesbezüglich Elon Musk an. Er schrieb am 26. Februar, also zwei Tage nach Kriegsbeginn, dass er Starlink in der Ukraine zur Verfügung stellen soll. Darauf antwortete Elon, dass Starlink nun in der Ukraine aktiv ist und dass mehr Empfangsschüsseln unterwegs sind. In den vergangenen Tagen trudelten dann diese Bilder ein. Hier sind die beiden Brüder Wladimir und Vitali Klitschko mit den neuen Starlink-Empfangsschüsseln zu sehen. Vitali ist Bürgermeister der Hauptstadt Kiew und kämpft mit seinem Bruder und Bürgermilizen gegen die Invasion. Am 3. März tweetete Elon noch, dass SpaceX den Energieverbrauch der Empfangsschüsseln über ein Software-Update so weit reduziert hat, dass ein gewöhnlicher Zigarettenanzünder, wie er in jedem Auto verbaut ist, reicht, um die Schüssel zu betreiben. Toby Lee spricht aus, was ich befürchtet habe. Er fragt, ob die Hackersoldaten des Kremls einen Cyberangriff auf Starlink-Satelliten durchführen könnten. Elon darauf, fast alle Viasat-Ukraine-Nutzerterminals wurden von russischen Cyberattacken am Tag der Invasion lahmgelegt. Also ja, er schrieb dann noch, dass Starlink das einzige nicht-russische Kommunikationssystem ist, welches in Teilen der Ukraine funktioniert. Daher ist die Gefahr hoch, dass es angegriffen wird. Er mahnt zur Vorsicht. In meinem Kopf geht die Befürchtung sogar noch weiter. Russland hat vor einigen Monaten erst demonstriert, dass sie über die Fähigkeit verfügen, Satelliten im Orbit abzuschießen. Wenn Putin bereit ist, Atombomben einzusetzen, was hält ihn dann davon ab, im Orbit für Chaos zu sorgen? Ich bin hier kein Experte, aber einige gezielte Angriffe auf bestimmte Satelliten könnten zum Kessler-Syndrom führen. Was denkst du, wie wahrscheinlich so ein Angriff ist? Irgendwie ist alles, was dieser Tage passiert, entweder traurig oder ironisch. Putin wollte mit diesem Angriff den Westen und die Welt spalten. Er hat, wenn überhaupt, das Gegenteil erreicht. Ich habe schon lange keine so geeinte EU und USA gesehen. Aber auch viele andere Länder der Welt schließen sich der Allianz gegen Putin an. Ironie. Putin hat das Kommunikationsnetzwerk lahmgelegt. Damit hat er Starlink herbeibeschworen. Ironischerweise sind seit dem 21. Februar 3 Starlink-Missionen mit jeweils 40 bis 49 weiteren Starlink-Satelliten von SpaceX ins All gebracht worden. Damit hat SpaceX 1992 aktive Satelliten im Orbit. Aber das nur ganz nebenbei. Schauen wir uns einige weitere direkte Auswirkungen dieser Krise an. Die ESA und Arianes Pass haben in den vergangenen Jahren eine Startanlage für russische Sojus-Raketen in Französisch-Guyana im Wert von 500 Millionen Euro gebaut. Diese Anlage wird man dann wohl in den Mülleimer schmeißen können. Russland hatte gleich zu Kriegsbeginn sein ganzes Personal aus Kourou abgezogen. Daraufhin sagte ESA-Generalsekretär Josef Aschbacher, ein geplantes Gespräch mit Dmitri Rogozin, dem Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, ab. Was ich traurig finde, weil wo kommen wir hin, wenn wir nicht einmal mehr miteinander reden? Laut ESA wird sich die aktuelle Lage nicht auf die Programme Copernicus und Galileo auswirken. Das sind die beiden Aushängeschilder der ESA für Navigation
und Erdbeobachtung. Die ESA veröffentlichte ein Statement, in dem sie sich den Sanktionen anschließen. Alle Sojus-Frachten sollen auf die noch in Entwicklung befindlichen Ariane 6 und Vega-C-Raketen umdisponiert werden. Das könnte ihre Entwicklung beschleunigen. Vielleicht ein Lichtblick. Aber wer weiß, denn in die Entwicklung dieser Systeme ist sowohl Russland als auch die Ukraine involviert. Vermutlich werden aber die meisten Kunden auf SpaceX umsteigen. Da stehen die Raketen bereit, kurzfristig zusätzliche Kunden aufzunehmen. Das könnte ein Desaster für Ariane Spass bedeuten. Moritz hat es in seinem Video dazu auch schon gesagt. Die ESA und die europäische Raumfahrt steht vor einem Scherbenhaufen. Das ist eine Katastrophe. Rogozins Twitter-Konto ist gerade überfüllt von beinahe stündlichen Posts mit Bildern seiner Sojus und neuen Baustellen. Er möchte wohl den Eindruck erwecken, dass Russland auch ohne internationale Zusammenarbeit ein wichtiger Player in der Raumfahrt sein kann. Vielleicht stimmt das ja auch. Aber wozu? Zusammen schafft man doch viel mehr. Es folgt diese Absurdität. In einem kafkaesken Videoausschnitt zeigt uns Rogozin stolz, wie Mitarbeiter die Flaggen einiger Länder auf ihrer Sojus abdeckten, als die Rakete für den OneWeb-Start vorbereitet wurde. Er schrieb, und das ist von Google übersetzt, die Trägerraketen in Baikonur entschieden, dass unsere Rakete ohne die Flaggen einiger Länder schöner aussehen würde. Seit wann geht es Roskosmos um Kosmetik? In dem Statement der ESA steht noch, dass der Start der ExoMars-Mission mit dem Rover Rosalind Franklin und dem russischen Landemodul vermutlich nicht wie geplant dieses Jahr starten wird. Abgesehen vom russischen Lander hätte auch noch eine russische Proton-Rakete zum Einsatz kommen sollen. Das spielt es wohl in nächster Zeit vermutlich länger nicht. Das ist echt schade, denn das nächste Fenster ist in 2 Jahren. Und beim letzten Startfenster vor 2 Jahren konnten sie nicht wie geplant starten, weil sie noch Fallschirmprobleme hatten. Du wirst es nicht glauben, aber dieser Krieg hat sich schon vor seinem Ausbruch auf die Raumfahrt ausgewirkt. Und zwar, als die US-Behörden letztes Jahr den ukrainischen Investor Max Polyakov dazu anhielten, seinen Anteil an Firefly, einem US-Raketenhersteller, abzutreten. Er hatte 200 Millionen in Firefly investiert und hat seinen Anteil für $1 verkauft. Er kann vermutlich nichts dafür, dass er Ukrainer ist, aber das wurde ihm zum Verhängnis in dieser Angelegenheit. Der schottische Raketenbauer Skyrora hat auch eine Forschungs- und Entwicklungsanlage in der Ukraine. Da wird man vermutlich in nächster Zeit nicht besonders produktiv sein können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin solche Anlagen unverschont lässt. Deutschland hat das Teleskop eRosita am Spectre-RG Weltraumobservatorium in den Safe-Mode geschalten. In anderen Worten abgedreht. Scott Manley meint auch, dass er diese Maßnahme nicht für sinnvoll hält, denn das trifft Russland nicht wirklich. Das Observatorium ist schon in Betrieb, aber man tut vermutlich, was man kann. Auch der Roboterarm der ESA, ERA, welches am russischen Nauka-Modul operieren sollte, wird vermutlich nicht in Betrieb gehen. Dieser befand sich von 1985 bis 2021 in der Entwicklung. Erst vergangenes Jahr hochgeschickt und schon ist es nicht zu gebrauchen. Nicht weil die Technik versagt, sondern weil die Politik versagt hat. Der Weltgemeinschaft hat es vermutlich 2014 langsam gedämmert, was sich zusammenbraut, als Putin die Krim annektiert hat. Damals wirkte sich dieser Konflikt schon auf die Raumfahrt aus, denn nach der Annexion beschloss die USA, ihre Abhängigkeit von russischen Triebwerken zu beseitigen. Dieses Jahr tritt noch ein Gesetz in Kraft, welches verbietet, militärische Satelliten mit Raketen zu befördern, die auf russische Triebwerke angewiesen sind. Und von den US-Raketen, die in Betrieb sind, kommen nur noch die Falcon 9 von SpaceX und Rocket Labs Electron in Frage. Friedensgespräche an der Grenze zu Weißrussland in der Nähe von Tschernobyl sind gescheitert. Wie in einem schlechten Mafia-Film. Es sieht so aus, als würde die Lage immer weiter eskalieren. Die ganze Welt stellt sich auf das Schlimmste ein. Die heutige Ausgabe hat leider wenig Gutes und Schönes. Deswegen ist auch das Ende der heutigen Sendung eher dunkel. Es tut mir leid, meine Lieben, aber es gibt im Moment einfach wenig gute Nachrichten. Wie immer sage ich herzlichen Dank fürs Einschalten. Peraspera ad astra.